Hallo, ich meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Einige von euch haben sich meine alten Operation-Videos angeschaut, um sich so ein bisschen aufzuhypen auf die irgendwann kommende CS2-Operation. Und diesen Leuten ist dann dabei verstärkt wieder aufgefallen, was vielen ja schon ja, bewusst ist, dass im Moment einfach noch viel Content fehlt, der damals da war. Und jetzt haben mir da einige geschrieben, hey, wahrscheinlich kommt sowieso erst dann eine Operation, wenn X, Y und Z da sind oder wieder da sind. Und das schauen wir uns jetzt an. Alter, fuck! Ich hab noch ein Stück Salami im Backofen. Seht ihr das, Alter? Macht mich so verreckt! Danke, Merkel! Ich habe dazu einfach mal ein Video aus der Operation Riptide rausgekruschtelt. Das war die letzte OP, die kam. Ich mach kurz meine Facecam weg und dann sehen wir, wie toll ich damals aussah. Oh mein Gott, guck mal, was ist das denn? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ein Käfer. An der Stelle habe ich vor mich hingelabert und so ein bisschen hier die Sachen erklärt. Und hier sieht man zum Beispiel, dass Danger Zone natürlich in den Missionen enthalten war. Das hatte ich euch ja damals auch schon gesagt, dass mich das zum Beispiel sehr genervt hat mit diesen verschissenen Danger Zone Operations. Denn Danger Zone war eine nette Sache zum so zwischendurch spielen, aber wenn du es spielen musstest, war es nicht so toll. Dann gab es die Short Matches, die es aktuell auch noch nicht gibt, wobei man sagen muss, wir sind ja immerhin schon auf eine kürzere Rundenzahl gekommen. Aber beim Short Match zum Beispiel ging jede Hälfte sogar nur 9 Runden und keine 12. Das war also wirklich ein Short Match. Ich weiß nicht, ob ich hier auch noch irgendwo eine andere Woche drin habe. Es war halt einfach die erste Woche, deswegen sieht man hier nur die Aufgaben aus der ersten Woche. Natürlich fehlen aber zum Beispiel auch noch Flying Scoutsman und Retake. Das waren auch Missionen, die man machen musste in diesen Modi. Und da nach wie vor sehr viele Sachen fehlen, liegt dieser Gedanke oder die Aussage gar nicht so weit entfernt, dass man sagt, hey, damals bei der Operation oder bei den Operations hat man recht viel machen können mit den Dingen, die vorhanden waren. Klar, bei der allerersten Operation, ich glaube, da kamen nur Maps dazu. Es war so ein bisschen wie dieses letzte Update, dieses MVP-Update. Da kamen damals auch keine Skins, keine Aufgaben oder irgendwas bei der, ich glaube, es war die erste Operation, kamen einfach nur Maps, 5 oder 7 oder so. Und das war's, das war die Operation. Aber dann mit der Zeit waren die Operations natürlich so, dass du Aufgaben hattest, mitunter eben richtig schöne Bot-Mission-Aufgaben. Also läufst über eine dir unbekannte Map, beziehungsweise wenn du nicht gerade in Modder oder Workshop-Kreisen unterwegs bist, eine dir unbekannte Map und musst eine richtige Aufgabe machen. So richtig schön mit einem Erzähler und einer richtigen Aufgabe eben. Und danach gab es auch noch andere Bot-Missionen, die auch sehr geil waren, wo du einfach Stück für Stück, das kann ich dir gleich noch zeigen, Wellen überleben musstest und Aufgaben erledigen musstest. Das waren für mich immer die Top-Notch-Operations oder Missionen in den Operations. Das hier gezeigte ist, wie gesagt, die letzte Operation. Die war natürlich auch sehr geil, aber ich hab's ja schon laut gemacht, schon einen kleinen Teil zum Operation-Design gesagt. Achtung, ich spiele das einfach mal kurz ab. Die Aufgaben an sich sind eigentlich so wie bei den letzten 2 oder 3 Operations eben auch. Man hat jede Woche gewisse Aufgaben, die man durchnödeln muss und kriegt dafür Sterne. Und mit den Sternen kann man sich Dinge freischalten, die wir uns auch gleich angucken. Meinung von mir dazu? Naja, ich habe mich bei den alten Operations einfach wohler gefühlt. Die waren anders geführt. Du hattest eine Map, konntest da rumklicken, was du machen willst. Und ich meine, dass du da auch, wenn du was freigeschaltet hast, direkt weiterspielen konntest und nicht warten musstest, bis die nächste Woche freigeschaltet wird. Es gab insgesamt viel mehr Bot-Missionen. Und damit meine ich nicht die Missionen mit Bots, in denen dann wirklich eine Mission abläuft, die du Stück für Stück durchspielen musst. Sondern ich meine tatsächlich einfach dieses, du stehst auf einer Map, irgendwo an einem Punkt, der abgesperrt ist, du kannst nicht weiter rauslaufen und musst von dort halt dann Botwellen bekämpfen, die immer stärker werden. Und du hast eine Aufgabe wie, mach 30 Pistolenkills oder Revolverkills oder mach Kills mit einer Waffe, die du aber erst von den Bots bekommst, wenn sie die selbst kaufen und sowas. Diese Missionen haben mir am meisten gefallen. Ich liebe auch Tower Defense und so ein Fetz, also ich mag so Wellenspiele. Und dieser Kram mit 300 Utility Damage, gut, ich meine, das geht sogar noch, das ist noch ganz in Ordnung. Aber wenn du solche Aufgaben hast, wie beim letzten Mal, wo es hieß, sprühe dein Graffiti 5-mal in den gegnerischen Spawn hinein, da denke ich mir, was machen die? Was treiben die? Ja, ich denke, da habe ich das bereits sehr, sehr gut ausgedrückt. Es gibt Aufgaben, die sind Quatsch und die kamen leider halt mit der Zeit hinzu. Und es gibt Aufgaben, die sind nicht so Quatsch. Aber klar, man muss eben auch einfach Neues versuchen. Vollkommen richtig. Wie gesagt, bei der ersten Operation kamen nur Maps. Gar keine Aufgaben. Und dann wurde halt sukzessive Zeug hinzugefügt. Es ist sehr, sehr schön. Ich bin sehr gespannt auf die Operation, die dann in CS2 erscheinen wird. Ich habe euch ja bereits durch viele Leaked-Info-Update-Videos aufzeigen können oder ja, zeigen können, dass in Richtung Bot-Missionen und so weiter und so fort und die von diesem, ich sag mal fast Singleplayer-Content, dass da einiges hinzugepusht wurde, auf das wir uns dann eben freuen können. Ich habe jetzt hier zum Beispiel nochmal was aufgemacht. Ich mache die Facecam kurz wieder aus. Hier sieht man, wir hatten die Aufgabe, dass wir 15 Dual Beretta Kills machen müssen. Ja, dann haben wir da natürlich rumgealbert. Zu zweit ist es eh ultra witzig. Und dann kommen halt die Bots auf dich zugerannt hier auf Austria. Wunderschöne Map. Ich hoffe, die kommt bald wieder dazu. Ja, und dann kann man da eben reinrödeln. Also es macht echt Bock, an solchen Missionen, an solchen Aufgaben zu fighten, zusammen. Zum Beispiel gab es auch Missionen, da musstest du 5 Firekills bekommen. Und das war dann gar nicht so einfach, weil die Bots natürlich nicht zwingend im Feuer stehen bleiben. Beziehungsweise, du musst sie halt anfraggen und dann anzünden und dann rennen die aber aus dem Feuer raus, blablabla. Also, das ist alles,
ja, es ist einfach was Besonderes. Und wie gesagt, in diesem Modus zusammen oder auch Singleplayer, da finde ich solche Missionen vollkommen in Ordnung. Wenn du aber dann im Premier oder Matchmaking irgendwie 300 oder 500 Flammen-Damage machen musst, ist es schon irgendwie so ein bisschen beschissen. Ähnlich wie zum Beispiel auch die Aufgabe, sprühe dein Graffiti x-mal bei den Feinden in den Spawn. Was glaubt ihr, machen die absoluten Vollspacken, und in Counter-Strike haben wir irgendwie 80% Vollspacken, was glaubt ihr, machen die während so einer Mission? Die campen in ihrem Spawn, um dich zu killen, wenn du dein Graffiti dort hineinsprühen möchtest. Also es ist so, wohingegen man die ganze Sache dann im Solo oder im Duo halt viel geiler machen kann gegen die Bots. Das macht viel, viel mehr Spaß. Bei Operation Riptide war es so, dass du jede Woche neue Missionen bekommen hast und du hattest dann immer mindestens eine Bot-Mission dabei und dann, oder jede zweite Woche sogar nur eine Bot, ich bin mir nicht ganz sicher, und halt diese Online-Scheiße. Plus natürlich eine, ich sag mal, Cinematic Bot-Mission, also so eine richtige mit Story dahinter. Ja, die hat auch ziemlich viel Spaß gemacht, aber ich lieb's einfach, gegen Horden anzufighten. Vor allem, wenn du halt dann wirklich eine schwierige Aufgabe hast. Es kommen dann nicht nur normale Terroristen oder Counterterroristen auf dich zugerannt, sondern irgendwann auch die Juggernauts, also mit so fetten Anzügen, wo du dann deutlich mehr reinballern musst, so Bullet Sponges. Das ist für mich Grinding, aber wenn du, wie gesagt, ein festes Ziel hast und davon wissen die anderen, dann wird es dir halt nur unnötig denied. Also dann ist es einfach dumm. Man kann es auch so ein bisschen mit unseren Community-Challenges im Livestream vergleichen. Übrigens, heute ist auch wieder Livestream ab 18 Uhr, also jetzt kommt ran, Leute. Heute gibt es zum Beispiel diese geile 5-7 zu gewinnen. Also rumkommen. Nun ja, in diesen Challenges, die übrigens jeden Donnerstag stattfinden, wir machen erst 3 Gather und danach halt Challenge, ist es so, dass einfach ein Mixteam, Elo Mixed, mit mir zusammen reingeht, 4 Leute plus ich, und wir spielen dann irgendeine Strategie, die wir spielen müssen. Zum Beispiel Rushes and Stacks. Das ist das, woran wir gerade hängen. Bei CT müssen wir immer stacken, A oder B, und wir dürfen erst dann reagieren, wenn die Gegner zu uns auf die Side kommen oder planten auf der anderen Side. Und bei Team müssen wir rushen. Immer alle zusammen auf A, alle zusammen auf B oder irgendeinen Weg, den müssen wir im Vorfeld ansagen, alle müssen zusammengehen. Und wenn das Gegnerteam bereits von Anfang an wüsste, was wir machen müssen, dann kann es das ja sehr gut denyen. Zum Beispiel, indem es bei T einen auf A und einen auf B schickt, der halt kurz guckt, ah, da sind die, wir gehen auf die andere Seite. Wir legen, wir smoken uns zu, wir mollen uns zu, die schaffen das nicht. Beziehungsweise ist es auf jeden Fall schwieriger, es dann zu schaffen. Natürlich raffen es die Gegner meistens auch nach der, keine Ahnung, 5., 6., 7. Runde, aber das ist nochmal was anderes. Weil wenn du von Anfang an weißt, was die Leute gerade machen müssen, dann ist es, finde zumindest ich, so ein bisschen kacki. Und früher war das, wie gesagt, so nicht. Also diese Aufgaben, die du dann auch online machen musstest mit den restlichen Spielern, kamen dann erst dazu. Aber natürlich ist es vollkommen verständlich, dass solche Aufgaben vorhanden sind, alleine schon aus dem Auge des Spieleentwicklers. Ich habe x Modi in meinem Spiel, natürlich möchte ich, dass die alle gespielt werden. Und somit zwinge ich die Spieler auch manchmal in der Operation, dass sie halt da mal wieder reinspielen und das und das und das machen müssen. Also es ist überhaupt kein Weltuntergang, das ist gemeckert auf so einem hohen Pussy-Niveau, dass, ja, es schon nicht mehr normal ist eigentlich. Aber gut, jeder hat halt seine Präferenzen. Aber natürlich freue ich mich trotzdem auf die nächste Operation, selbst wenn sie zu 80% so einen Scheiß enthält wie sprüh dein Graffiti dem Gegner ins Gesicht. Aber um wieder zurück auf das Kernthema des Videos zu kommen. Die Volvos könnten natürlich gerade da sitzen und sich sagen, wir können jetzt keine Operation machen. Wir wollen erstmal, dass der Content da ist, damit wir dann auch eine richtige Operation machen können. Es ist zwar im Moment schon eigentlich genug da, um eine abgespeckte machen zu können, beziehungsweise man könnte ja mit dem Operation Start auch dann halt noch was Neues releasen, wie Danger Zone zum Beispiel. Aber nach den letzten paar Monaten merkt man ja schon, dass die Volvos gerne Sachen einzeln pressen. Und dann lassen die laufen, auch so als Test, reparieren und dann ist es perfekt. Und dann kann man darauf in der Operation zurückgreifen. Das macht schon auch irgendwie Sinn, ne? Was kaputt ist zu releasen und dann sollen die Leute alle den kaputten Modus gezwungen spielen, weil da Missionen drin sind, ist halt auch irgendwie, Natürlich ist das auch nicht bestätigt von den Volvos. Es könnte sein, dass morgen die nächste Operation kommt und dann ist sie halt so, wie sie ist, auf den im Moment vorhandenen Dingen oder auf dem Content, der gerade da ist. Aber die Chance auf eine neue Operation sollte eigentlich mit jedem neuen Stück Content steigen, das hinzugefügt wird. Und um hier am Ende auch nochmal kurz eine andere Operation gezeigt zu haben, Broken Fang. Dazu habe ich damals natürlich auch ein Video gemacht. Wir gucken ganz kurz rein. Gottes Willen. Ich mache meine Facecam kurz aus. Ach, obwohl, ich lasse an, scheiß drauf. Oh, Kinders. Die neue CSGO Operation ist da mit den ganzen Missionen, mit Stats, mit Leuten, mit Skins. Was heißt denn das jetzt eigentlich? Ich zeig's euch. Komm mal her. Die Missionen der Operation sind genauso gehalten wie bei der letzten Operation. Man hat wöchentliche Missionen, die man abarbeiten kann und mit denen man dann Sterne bekommt. Wir haben vorhin im Stream schon ein bisschen was geballert, werden heute Abend ab 22 Uhr auch wieder reinjuckeln. Da habe ich noch so spät gestreamt, holy shit. So, was haben wir hier drin? Under the Hood eine Mission. Ich glaube, das war die Story-Mission. AK-Kills, M4-Kills in Casual Ancient. Da unten sieht man noch Retakes. Hier musste man einfach Runden gewinnen in Premiere. Competitive Engage reindaddeln. Das hier waren die Bot-Missionen. Da wusstest du genau, das sind die richtig geilen.
25 Kills in Guardian Engage. Und die machen einfach Bock. Ich kann es nicht anders sagen, die machen einfach Bock. So, und weil euch das letzte Music Kit Giveaway so gut gefallen hat, hauen wir heute einfach wieder eins raus. Dieses Dashrack Music Kit könnt ihr euch heute snacken. Um euch das Ding snacken zu können, schreibt einfach Folgendes mit in euren Kommentar hinzu. Und zwar, welche Mission bzw. welches Missionsdesign hat dir bei den letzten Operations am besten gefallen, beziehungsweise die, die noch nicht dabei waren, welches würde euch wohl am besten gefallen? Ich denke, die Erklärungen, die ich dazu gebracht habe, sollten ausreichen. Ist euch vollkommen egal, was kommt, oder sagt ihr, ach, so Bot-Missionen klingen ganz interessant, beziehungsweise Online-Missionen, die halt nicht so ganz Hanebüchen sind, oder seid ihr sogar der Meinung, dass Graffitis in den gegnerischen Spawn sprühen, oder sogar, was war es noch, du musstest irgendwann mal auf Office oder auf Agency 50 Gläser zerschießen innerhalb von x Sekunden. Findet ihr sowas auch gut? Also ich fand das schon sehr kritisch. Also jetzt nicht schlimm kritisch. Wie gesagt, gemeckert auf hohem Keck-Niveau. Aber ja, ist euch vollkommen egal oder sagt ihr, oh, die Bot-Missionen klingen schon sehr geil? Haut in die Kommentare, dann seid ihr automatisch mit beim Giveaway dabei. So, gut, dann sehen wir uns jetzt gleich im Livestream ab 18 Uhr. Ich freue mich auf euch. Wir datteln wieder gemütlich rein, holen viel Elo, weil wir letzte Woche viel Elo verloren haben. Und ja, danke fürs Gucken, danke für die Likes und für die Kommentare und dann bis zum nächsten Video übermorgen oder halt dann bis gleich im Stream. Bye, bye! Mit dem Stashrack kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.